Kurt hat Christoph zu den Danube Dragons Cheerleadern geschickt. Dass die nicht nur anfeuern, sondern knallharte Sportlerinnen sind, hat Christoph unterschätzt. Einen Teil seines Trainings hat er schon hinter sich. Ob er sich jetzt an die Königsdisziplin, die Stunts, wagen wird? Bitte, Maya. Maya, ich will nicht, wirklich. Du brauchst keine Angst haben, das wird dir lustig. Nein, das wird nicht lustig, ich hab Angst. Wow. Ach, Christoph, stell dich doch nicht so an. Hallo, Christoph. Hallo. Wir schaffen das schon, du brauchst keine Angst haben. Julia wird dich heute unterstützen. Ich habe aber Angst, wie soll sie mich da in die Höhe heben? Wir schaffen das schon, komm mal in unsere Mitte. So, Augen zu und durch. Julia zeigt dir, wie es geht. Also stellst du am Anfang mal deinen rechten Fuß hier ran, drückst dich hier fest ab und stellst den zweiten dazu. Und den Popo in die Höhe. So, jetzt bist du dran. Noch ein bisschen wackelig, aber ja, gar nicht so schlecht für den Anfang. Ja, cool. Nächste Übung, wir stehen jetzt mal einen Stock weiter oben. Was, noch höher? Ich zeig's dir mal, wie es geht. Ready? Pass gut auf, Christoph, gleich bist du wieder dran. So, und jetzt rauf mit dir. Geht schon, du schaffst das. Okay. Durchatmen und los. Oh, ich hab's. Entschuldigung. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Geht's? Entschuldigung. Hoppala, versuch's gleich nochmal. Und hopp und. Okay. Na, mach nichts. Ich hab's geschafft, war eh leicht. Ja, aber komm, Christoph, das ist Schummeln. Christoph, sammle noch mal deine letzten Kräfte zusammen. Die anderen sind da, um dich anzufeuern. Du kannst das! Und. Ja, du hast es geschafft. Wahnsinn! Christoph, das hast du dir verdient. Dankeschön. Kurt, ich muss zugeben, Cheerleading ist doch ein richtiger Sport und eigentlich ganz schön anstrengend. Und ich bin jetzt ein echter Cheerleader. Und sogar ein richtig guter.